Die Show vom großen Vincenzo schauen wir uns jetzt natürlich an. What do I do with you? Lock you up? Put bars on the windows? I can't stay at home all night and watch you. I know. I'm not one of those secretaries who punch out at 5. I'm a rising star, right? Did Johnny know about this? Because I'm gonna kill him. I just wanted to talk to Vincenzo. I never should have let him back. I just need it. Just wanted. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I knew it. I knew this was another one of Johnny's pipe dreams. You screwed up again, didn't you? Johnny, what's going on? Is this part of the show? I got it. I got it. They're getting antsy. They're gonna want their money back. If you give them the money back, you can't pay us. It's all under control. I just gotta go find a spare bulb, fuse, something. Why can't he get anything right? We're gonna have to fix this one too. Tja, scheint schon wieder so, als wäre Johnny schon wieder in Schwierigkeiten, weil die Show... We need to light up the stage somehow. Geht zum Leuchtturm, weil, tja, die Show wohl doch kaputt gegangen ist, oder beziehungsweise die Utensilien hier gerade. Ich wundert das so ein bisschen mit den Leuchtkugeln. Ich habe das Gefühl, man könnte da irgendwie rauf. Jaja. So, dann werden wir mal zum Leuchtturm gehen. Okay, Didi wartet hier. Tja, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet am Leuchtturm. Gucken wir doch mal. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ladebildschirm. Wir müssen dran denken, wir haben immer noch 2 Leuchtkugeln zu sammeln, die ich nirgendwo liegen lassen möchte. This is a weird lighthouse. Do you think it's some kind of science lab? It reminds me of Vincenzo's workshop. Erinnert mich auch an irgendwie sehr an seine Werkstatt. Vielleicht hat er irgendwie. This is what lights up the lights up there. Let me see if I can fix it. Du kannst ja alles reparieren, Didi. Wow. Solltest auf jeden Fall ins Elektrizitäts- oder ins Reparaturgeschäft einsteigen, Didi, wenn du groß bist. Schalte das auf die Bühne gerichtete Licht ein. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Achso. Ah, ja. So, dann schauen wir mal. Mein Gott, ist das hell hier? Oh je. Ich schau mal gerade, ob ich ein paar Leuchtkugeln sehe. Da oben ist irgendwas am Blinken. Das ist aber keine Leuchtkugel. Da ist eine Kiste. Oh mein Gott. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schalter. Den betätigen wir mal und schauen mal, was passiert. Schalt das Licht. Schalte das auf die Bühne gerichtete Licht ein. So, okay. Geht auf jeden Fall schon mal weiter, der Strahl. Der Lichtstrahl. Den müssen wir, glaube ich, noch ein wenig bündeln. Okay. Das bewegt sich hin und her. Wir haben aber immer noch keine Möglichkeit, in den Schatten zu gehen. Oder können wir... Ah, okay. Wir können hier irgendwas interagieren. Hoppala. Okay. Ah, so. Aber was bringt uns das jetzt hier? Das bringt ja nur, dass wir da oben dann, Moment, wir werden mal eben die... Ah, die Kiste kann ich gar nicht rüberholen, weil wir mit der Kiste gar nicht springen können. Hehe. Das ist natürlich auch interessant. Aber wie soll ich... Komme ich da vielleicht irgendwie rauf, wenn ich das so ausrichte? Aber wie? Sehr, sehr merkwürdig alles. Sonst habe ich ja nichts hier, ne, oder? Ah, hier könnte ich was tun, aber da fehlt mir die Kiste für. Ja, ist klar. Aber ich kriege die Kiste ja, da hinten kriege ich ja einfach nicht weg. Weil ich kann mit der Kiste nicht springen. Das heißt, es wird mir nichts bringen. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie schauen, wie weit können wir das denn hier ausrichten? Was bringt uns das denn? Das ist eine gute Frage. Ah, okay.
Okay, wenn wir es drunter halten, kommen wir daran vorbei. Was bringt uns das? Schauen wir mal eben. Wir können auf jeden Fall die Kiste nehmen und in den Schatten gehen damit. Lassen wir die Kiste mal in den Schatten fallen und schauen mal, ob wir damit irgendwas tun können. Ja, wir können... Oh, das ist natürlich sehr nice. Sehr, sehr nice. Lassen wir die Kiste hier mal rausfallen. Wunderbar. Super. Damit haben wir schon mal die... Die Kiste, die jetzt hatte fest, die da gerade irgendwie festhing, ganz komischerweise, haben wir natürlich jetzt erstmal da rausgeholt. Wunderbar. So. Den werden wir erstmal ausrichten wieder auf den Strahl, weil so kommen wir ja, glaube ich, nicht darüber. Vielleicht müssen wir aber auch die Kiste da oben da irgendwie rüberholen. Na, schauen wir mal. Richten wir das erstmal wieder da drauf. Und gucken mal, was hier oben auf uns wartet. So, wir haben hier. Ein Projektor, den ich... Ach, das ist das Ding, okay. Den ich aber nicht... Oder das ich nicht nutzen kann, den Projektor. So. Ich komme auf der anderen Seite nicht rüber. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht hier ins Licht springen kann. Sehr schön. Hier ist eine Kiste. Die nehmen wir mal mit. In die Schattenwelt. Und schauen mal, dass wir hier rüberkommen. Wunderbar. Das ist ja einfacher, als ich dachte. Wunderbar. Jetzt kommen wir doch wieder... das war knapp. Oh, okay. Naja, gut. Jetzt sind wir mal wieder gestorben. Hat man das auch mal wieder gesehen? Ja, also es wäre kein tolles Let's Play, wenn Reflex nicht mehr mal sterben würde. Nicht wahr? Naja, gut. Wir haben die Treppe hier oben rauf. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wo die letzten zwei Leuchtkugeln sind. Da bin ich immer noch scharf drauf. So, ich denke mal, dass wir da oben rauf müssen irgendwie oder irgendwas tun, weil da ist wieder eine Treppe. Ich werde aber erstmal hier... Ah, okay. Bild des Schattens eines Mädchen neben einer Frau auf dem Gehweg. Oh, mysteriös, mysteriös. Das ist jetzt... Das, okay, komischerweise kriegen wir jetzt die ganzen Sammelobjekte zwischendurch, was sehr, sehr merkwürdig ist. Hm, naja. So, interagieren. Aha. Uiuiui. Was ist das denn Tolles? Wow. Okay. Gehen wir mal hier rauf. Und schauen mal, was hinter dieser Tür uns erwartet. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir auf Finale zugehen. Aber wir müssen ja immer noch Johnny wieder aus den Klauen der Investoren befreien. Quasi. Ein toller Zeitungsartikel fliegt da unten rechts in der Ecke rum. Hui. Hui. Ich bin eine Zeitung. Hallo. Hallo, ich bin eine Zeitung. Entschuldigung. So. Gucken wir mal. Wir müssen immer noch schalte das auf die Bühne gerichtete Licht ein. So, was haben wir denn hier? Wieder eins und wieder dazwischen. Okay. Vortrag von Dr. William James. Untersuchung des Multiversums mittels mysterischer Erfahrung. Mysterischer Erfahrung. Wow. Wahnsinn. Was haben wir hier? Okay, das ist eine Art... Was war das? Okay. Ich weiß nicht, irgendwie so eine Art Familienstammbaum vielleicht? Hier haben wir wieder ein, wow, okay. Kriegen wir aber viele Sachen. Zeitungsartikel. Verschwundener Illusionist gesucht im Zusammenhang mit verschwundener Assistentin. Oh, okay. Sehr, sehr merkwürdig. Müssen wahrscheinlich da oben rauf. Werden wir mal den Schalter betätigen. Aha. Okay, das läuft auf Zeit. Das läuft wahrscheinlich auf Zeit ab. Dann wollen wir uns mal ein wenig beeilen. So,
Das hätten wir. Okay, der hat aber ganz schön hier geforscht, hier, wenn ich das mal so sagen darf. Da, wieder ein Sammelobjekt. Das ist weiter hinten. Bild, das die Auswirkung der Schattendimension auf die Welt zeigt. Okay. Aha. Faszinierend. Das ist anscheinend... Nicht, dass wir doch die vermisste Frau sind oder Assistentin, weil jetzt so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht diese vermisste Assistentin sind, die mit dem... Vincenzo vielleicht gereist sind. Okay, können wir was tun? Möchte ich aber noch nicht. Ich möchte doch erst hier mich ein wenig umsehen. Und ein weiteres Sammelobjekt. Wo sind wir denn da jetzt gewesen? Huch. Das hatten wir schon, das hatten wir auch schon. Das haben wir auch schon. Welches hatten wir denn jetzt noch nicht? Das hatten wir. Achso, wissenschaftliches Bild. Ah, okay, das sind jetzt die Maßeinheiten von einem Menschen, der im Licht steht und hinter ihm ein Schatten. Okay. Interessant. Was haben wir hier noch? Mein Gott, so viele Sammelobjekte. Und Bild eines Skeletts und eines Schattens. Okay, also Skelett wirft natürlich auch einen Schatten, ist klar. So, somit fehlen uns noch quasi zwei Sammelobjekte. Ich weiß nicht, ob wir die noch bekommen werden oder ob wir die vergessen haben. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier erstmal interagieren und mal schauen, was passiert. Okay. Ah ja. Werden wir erstmal hier aktivieren. Mal ein wenig hier rauf hüpfen. Hupala. Und da haben wir noch eins. Da haben wir Bildbuchhalter. Habe ich gerade die Trophäe bekommen. Oh mein Gott. Bild von Vincenzo und Dawn. Exposition Universelle 1900. Aha, also sind wir doch die, die Assistentin von Vincenzo. Und ich hoffe, dass wir den letzten Part noch bekommen. Aber ich glaube, das Finale. Hier ist auf jeden Fall die Kiste. Hoppala. Also haben wir rausgefunden, dass wir die Assistentin von... Hoppala. Von Vincenzo sind. Okay, ich werde mal eben hier den anderen Dings aktivieren. Das ist, glaube ich, das finale Rätsel, wo wir jetzt gerade sind. Die Frage ist... Hoppala, falsche Taste schon wieder. Mein Gott, lass doch los. Die Frage ist doch jetzt, was müssen wir jetzt hier großartig tun? Hier oben ist irgendwas. Können wir aber noch nichts machen. Ich glaube, das wird ein größeres Rätsel. Und das Rätsel vom Leuchtturm, würde ich sagen, verschieben wir einfach in eine weitere Folge und ihr seid dann immer noch dabei und ich glaube, dann ist auch schon Finale. Also, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.